Ortswechsel. In Kopenhagen arbeitet Sarah an den Songs für ihr neues Album, zusammen mit dem dänischen Hitproduzenten Remy. Actually, maybe I like it. Who we had together. So it's together twice now. Yeah, but that maybe is up for discussion. Exactly. You. Yeah, do we'll the verse, yeah? The verse okay, let me put down the verse, so... Wir haben super Stimmung im Studio. Remy und ich verstehen uns großartig und es ist sehr inspirierende Arbeit. Wir sind nicht immer einer Meinung. Es gibt auch Momente, wo ich das Gefühl habe, da hätte ich jetzt gerne eine andere Zeile und er pocht dann darauf, weil er meint, hey, du machst dir manchmal über zu viele Sachen Gedanken, die jetzt nicht so im Fokus stehen sollten. I've been exercised. Exorcised. Wie schreibt man das, exercised? Exercised. Okay, let's go. Yeah. 3, 2. Let's do the first single now. We have an idea. I'm the type of man to shake my hand like nice to meet ya. You rule me in and then begin to let your body say all is possible. No? Completely off key. Please say again. I stopped you because it sounded like. Okay, I'll do it again. Okay, let's go. Okay. So let's do it for real now. Okay. I can feel we've got a chemistry. Can't get enough. Watch out when you stand so close to me. I've got you. Under my skin. Incredible. Let's record this song again. Es ist jetzt wirklich 2-3 Jahre her, wo ich mein letztes Studioalbum gemacht habe. Das heißt, meine eigenen Texte geschrieben habe, meine eigenen Melodien mit Produzenten richtig intensiv gearbeitet habe. Und es ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist der Abschied von Marc und auch von den Kindern getrennt zu sein. Auf der anderen Seite inspiriert mich genau dieses Gefühl, auch dann emotionale Texte zu schreiben.